Die Inflationsrate in Deutschland ist im November weiter zurückgegangen. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um voraussichtlich 3,2%. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Im Oktober hatte die Inflationsrate bei 3,8% gelegen. Besonders die Energiepreise wirkten sich laut den Statistikern zuletzt dämpfend auf die Inflationsrate aus. Zudem stiegen die Preise für Lebensmittel im November nicht mehr so stark wie noch in den Vormonaten.